So, bevor wir jetzt loslaufen, ganz kurz überlegen, haben wir alles, was wir brauchen? Wir haben Holz für ein kleines Lagerfeuer. Wir haben... Ich laufe trotzdem schon mal in die Richtung, sonst schaffen wir das zeitlich nicht. Wir haben Essen, wir haben Holz fürs Lagerfeuer, wir haben Gras fürs Lagerfeuer, wir haben Kohle für die Nacht. Wir haben jede Menge Essen dabei, wir haben keine Axt mehr. Dafür haben wir zwei fast kaputte Spitzhacken. Aber im Notfall noch zwei Flint, um eine neue Pickaxe herzustellen. Und wir haben die Stöckchen. Bist du aggressiv? Oh, der ist gar nicht aggressiv. Das ist ja auch interessant. Na gut, dann lassen wir den mal in Ruhe. Muss ja nicht sein. Und gehen wir jetzt wieder darum oder darum? Ich glaube, wir gehen lieber darum. Ist die Chance größer, dass wir schneller was finden. Weil den anderen Bereich hatten wir ja schon teilweise erforscht. Aber jetzt Konzentration. In keine von diesen komischen Blasen reintreten oder auch nur in die Nähe laufen. Ja. Fleisch. Das Fleisch heilt Lebenspunkte, sehr schön. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt Ressourcenverschwendung ist, aber ich will nicht sterben. Komm, wir laufen wieder zurück. Ich habe nicht vergessen, eine Rüstung zu bauen. Komm. Und da habe ich extra versucht, vorher nachzudenken. Okay, also wird es heute wahrscheinlich schon wieder nichts, da durchzukommen. Das ist echt übel. Vor allem, ich hätte schwören können, da war keine so eine Blase auf dem Boden gewesen. Oder die ist direkt unter mir gespawnt. Eins von beiden. Na gut, wir brauchen eine neue Rüstung. Wir brauchen jede Menge Lebenspunkte. Das heißt, wir laufen erstmal zu den Schweinen. Und dann war's. Dann verkochen wir die Samen. Wir könnten das Fleisch noch essen, aber das ist echt Verschwendung, wenn wir das alles dafür benutzen. Na gut. Alles Schritt für Schritt. Hier sind noch zwei Samen, die können wir auch noch verkochen. So. So. Oh, es sind zwei. Okay. Könnt ihr bitte weggehen? Ich will euch nicht aus Versehen anklicken. Danke. Oh, ich könnte die Schweine wieder mitnehmen. Ja, das machen wir gleich. Erstmal Kohle da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Das müsste jetzt den ganzen Tag und die ganze Nacht durchbrennen. Und jetzt wird das verkocht und ich guck mal, wie viele Lebenspunkte das bringt. Wir haben 21, das war echt knapp vorhin. 4 Lebenspunkte pro gebackene Samen. Das mausert sich. So. Und ich denke mal, wir werden nicht genug Gras haben, um die Rüstung herzustellen. Was nicht gut ist. Und hier gibt es auch keins, wenn ich mich richtig erinnere. Also, wir brauchen 4 Seile, also 24, krass. Nee, das wird auf keinen Fall was. Okay. Wir haben noch ein bisschen was vom Tag über. Dann füttere ich mal die Schweine mit dem Fleisch. Gehe dann runter zu dem End. Lass dann die Schweine gegen den End kämpfen, hoffentlich sterben und richtiges Fleisch droppen. Da ist noch ein Schwein. So. Noch irgendwo Schweine, die ich mitnehmen könnte? Oh, es wird schon echt langsam dunkel. Ganz schnell dich noch mitnehmen. So. Jetzt runter da. Enttöten. Das bringt ganz viel Holz. Und hoffentlich 4 Schweineschnitzel. Und dann kann ich wirklich gucken, ob die respawnen oder nicht. Wenn nicht, dann... wäre es natürlich schade, aber man kann ja Schweinehütten bauen. So. Wo ist der End? Ich höre ihn, da ist er. So, rauf da. Wow, ein Schlag, ein Schwein tot. Oh, da ist ein anderes Fleisch. Komm, bring ihn mal schnell um und sei danach nicht sauer auf mich. Das wäre echt toll. Nee, ist er anscheinend echt nicht. Das ist sehr gut. Also, wir nehmen das Fleisch mit. Das Fleisch, das Fleisch. Ganz komisches Fleisch. Aber wir sollten zurück zum Schweinekönig. Auch wenn er jetzt eigentlich kein König mehr ist, wenn er keinen Untertan hat. Das ist irgendwie komisch, ja. Dahin auf jeden Fall zurück, damit wir die Nacht überstehen können.
Und dann gucken wir weiter. Falsche Richtung, da. So, was habe ich hier jetzt in der Hand? Geröstete Beeren. Das sind keine gerösteten Beeren. Geröstete Beeren sehen anders aus. Plupp. So. Sind doch geröstete Beeren. Oh. Sah ein bisschen aus wie irgend so pelziges Fleisch oder so. Aber na gut. Lebenspunkte steigen wieder, das ist das Wichtigste. Und wir haben 3 mal das gute Fleisch bekommen. Und das stapelt sich mit dem Jagdfleisch. Das ist doch schick. So. Plan für morgen. Wir laufen dahin zurück. Sammeln so... Wir haben noch eine Schaufel, ja. Also wir laufen dahin zurück, sammeln so viele Grassohlen ein wie möglich. Also 2 Stacks wahrscheinlich. Jagen keine Kaninchen, weil wir haben genug Fleisch. Und versuchen dann möglichst nah wieder hierher zurückzukommen. Je nachdem wie spät es ist, also entweder hier oder da oben. Obwohl der Weg von da nach da ist ja fast genauso lang wie von da nach da, also eher hier. Und dann pflanzen wir die Grassohlen. Pflanzen wir die oben bei der Farm ein oder pflanzen wir die hier ein? Entscheidung, Entscheidung. Da die ganzen Inseln in so einer Perlenschnur aufgereiht sind, werden wir so oder so irgendwann alle unsere Ressourcen von hier wegbringen müssen und zu der nächsten Insel. Also könnten wir dieses Grassohlen auch gleich hier anpflanzen, damit wir nächstes Mal nicht so weit laufen müssen. Also wenn wir dann irgendwann ganz umsiedeln. Und ich werfe lieber nochmal eine Kohle rein. So. Ja, ist echt doof. Es wäre richtig schön, wenn es hier 2 Abzweigungen oder so geben würde und nicht nur eine. Das hatte ich in einem anderen Spiel auch schon mal gesehen. Und teilweise sind die Inseln auch richtig, also so nah beieinander, dass es keine Brücken mehr gibt. Sodass quasi eine Rieseninsel entsteht. Das ist echt super praktisch. Dann spart man sich das ganze Rumgelaufen wie bei uns hier. Aber naja. Können wir nicht ändern. Mit etwas Glück finden wir sowas noch. Und dann können wir da unser neues Hauptlager aufschlagen. Aber bis dahin müssen wir halt haushalten. Was sagt das? Das Feuer geht langsam ein wenig runter. Na, muss man nicht mehr lange halten. Wir müssen jetzt da lang. Und ich höre wieder Schweine. Also spawnen die doch wieder? Kommt mal raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schweine. Sehr schön. Also, Schweine respawnen. Das heißt, wir können 1:1 Spinnenfleisch gegen Schweinefleisch tauschen, indem wir die Schweine füttern und dann in den Tod jagen. Was zugegebenermaßen nicht besonders nett ist, aber wir wollen überleben. Und da ist alles recht. Was, wenn man es mal genauer betrachtet, eine ziemlich komische Einstellung ist. Aber ja. Wir wollen jetzt hier hoch und dann gleich rechts rum müsste schon die nächste Brücke in Sichtweite sein. So, da. Okay. Ah, da ist sie. So, was kommt mit. Können wir allerdings gleich auch wieder essen, denn wir brauchen den Platz für die Grassohlen. So, Kanincheninsel. Normalerweise sind wir nur zurückgegangen, um Grassohlen zu holen und Kaninchen. Gab es dann noch irgendwas? Also Stöckchenbüsche gibt es überall. Holz sowieso. Außer im Sumpf. Es gab doch noch ein Spinnenei, aber Spinneneier haben wir auf der zweiten Insel wesentlich mehr. Also fällt mir nichts ein, was wir dann noch machen könnten. Und ja, wie oft habe ich jetzt schon gesagt, wir werden nicht wieder zu dieser Insel zurückkehren. Obwohl, ich glaube, letztes Mal habe ich erwähnt, dass wir eventuell zurückkehren werden, um noch mehr Grassohlen zu holen. Und dem ist jetzt ja auch so. Also habe ich gar nicht so ein schlechtes Gewissen. So, du kommst mit. Also 4 Seile waren das für die Rüstung, die wir auf jeden Fall brauchen. Vielleicht wäre eine Ersatzrüstung auch gar nicht so schlecht, dass man sie sofort dabei hat. Wenn die erste kaputt geht, gleich wechseln. Also ja, 4 dafür, für die eine. Und wir brauchten nochmal 2 oder 3 für irgendwas anderes. Ne, das war die normale Falle. Für die Vogelfalle? Nein.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schupp, schupp. So. Erst das Deck gleich voll. Farm, nein. Alchemie-Dinger, nein. Waffen, ja, da sind die vier Seile. Wofür brauchte ich die zwei oder drei Seile? Kiste, nein. Ja, wahrscheinlich kann ich nicht sehen, weil ich nicht in der Nähe von so einem Forschungsdingens bin. Ah. Na gut, das Wichtigste ist eh erstmal die Rüstung. So, wir haben keinen Platz für den zweiten Stack, also da. Die Samen finden wir eh immer genug. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, der Tag ist schon zur Hälfte rum. Also der helle Tag. Das heißt, wir sollten jetzt vielleicht nach diesen vier Büscheln schon loslaufen. Wenn wir zurück zu den Schweinen wollen. Wenn wir das wollen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Yeah. Na komm, erstmal laufen wir jetzt in die Richtung wieder zurück. Und dann bringe ich, glaube ich, doch alles zur Farm. Obwohl es echt ärgerlich ist, weil wenn wir das jetzt da aufbauen und wir später alles wieder abholen müssen, müssen wir so oft hin und her laufen. Außer es gibt auf der... Moment mal. Theoretisch könnten wir auch das Ganze mit dem Gras so verpflanzen lassen. Einfach nur hier Gras sammeln. Und dann hoffen, dass es auf der nächsten Insel wieder Gras gibt. Weil die Inseln müssen sich irgendwann wiederholen. Also wir werden irgendwann wieder auf eine Kaninchen-Insel stoßen, wir werden auch irgendwann wieder auf eine Schweine-Insel stoßen und irgendwann wieder auf einen Sumpf. Weil es halt auch nicht so viel Abwechslung gibt. Hm. Ja, okay. Also laufen wir jetzt zurück zu unserer Farm, in der Hoffnung, dass das Gras da inzwischen gewachsen ist. Das mähen wir dann gleich ab, pflanzen das ganze Gras da an, schlafen erstmal. Gucken, ob wir die vier Seile zusammenbekommen und dann laufen wir so schnell es geht runter wieder zum Sumpf. Diesmal hoffentlich wirklich vorbereitet. Und rennen da durch und hoffen, dass auf der nächsten oder übernächsten Insel wieder neues Gras ist. Und mit etwas Glück sogar Yaks. Dann können wir die ganze Basis hier einfach ignorieren. Und so lassen wir sie ist. Wir bauen die gar nicht ab und neu auf, sondern wir bauen einfach eine ganz neue auf. Die halt näher an den Ressourcen dran sind, die wir brauchen. Also Steine zum Beispiel. So, es wird dunkel. Ja, gut, dass wir losgelaufen sind, als wir losgelaufen sind. Und ich hoffe, dass sie überhaupt noch aufnimmt. Weil eben gerade habe ich einmal ganz kurz aus Versehen das Fenster, die Größe verändert. Das heißt, die Auflösung wird jetzt eine leicht andere sein als vorher. Aber hoffen wir einfach mal. Weil das doofe ist, wenn es nicht aufnehmen würde, verpasst ihr das jetzt ja alles. Und ich kann nicht einfach den Speicherstand neu laden. Das war die Schaufel. So, und jede Menge Gras liegt hier schon mal rum. Das ist sehr schön. Pflanzen wir das alles fix ein. Und die anderen 10 Büschel packen wir da oben noch mit hin. So, 4 Seile. 6 Gras pro Seil, 24 Gras. Das haben wir schon längst, sehr schön. Dafür wird es gleich stockduster. So, so. Jetzt wird es stockduster. So, Seile. 1. 2. 3. 4. Rüstung. Sofort anziehen. Also 14 Gras haben wir noch. 10 Büschel, die wir pflanzen können. Das können wir auch relativ in der Nähe machen. Ist okay. Jetzt bin ich gerade wirklich ein wenig erleichtert, dass wir nicht die ganze Basis umpflanzen müssen. Also einfach durch die Tatsache, dass es wahrscheinlich irgendwo anders auch Inseln gibt, die genauso sind. Und wir dann einfach... Ah, nein! Was zur Hölle? Hm. Ich weiß, dass ihr da drin seid. Gleich 2 von denen. Ja, so viel zu den Bärenbüschen, die so effektiv sind. Teilweise kommen halt diese doofen Truthähne da raus.
essen einem die Beeren weg, laufen zum nächsten Busch, essen da die Beeren weg und verschwinden da wieder. So. Na gut. Wir sind hungrig, wir sollten was essen. Dann dürften unsere Lebenspunkte auch fast wieder voll sein. Und ich überlege schon mal. Also wir haben... Wir nehmen diesmal auch Steine mit. Wir haben Steine, wir haben Holz. Haben wir genug Holz für ein großes Lagerfeuer? Ja, sehr schön. Also, wir haben genug Holz für ein großes Lagerfeuer. Wir haben keine Kohle mehr. Das ist nicht so gut.